Ja, hallo zu den heutigen Lightning Talks beim Easter Hack. Wir haben leicht andere Regeln wie am Kongress. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Einreichungen. Darum Richtwert 10 Minuten. Es gibt eine kleine Info, nach 5 und 8 Minuten gibt es ein Schild. Es sollte sich eigentlich ausgehen, dass wir auch Q&A für die einzelnen Talks bringen. Und ja, also läuft relativ entspannt. Falls jemand noch einen Talk einreichen will, funktioniert immer noch. Wir machen jetzt einfach mal die, die wir auf der Liste haben. Und wenn da noch mal jemand will, kann er einfach rauskommen, Beamer anstecken und geht dann los. Ja, ich fange gleich mal an mit einem kleinen Talk über Neo. Neo ist ein ergonomisches Tastaturlayout. Und jetzt frage ich mal in die Runde, wer tippt denn ein anderes Tastaturlayout als QWERTY-QWERTZ? Gibt's da ein paar? Okay. Neo oder Dvorak? Okay. Da hinten noch? Neo 2, sehr gut. Ja. Ganz kurz zur Geschichte. Also das QWERTY-QWERTZ-Layout wurde 1868 entwickelt zum Schreiben auf mechanischen Schreibmaschinen. Aus diesem Grund hat es keinerlei ergonomische Optimierung. Das heißt, die Tasten wurden so angelegt. Einen Moment. Die Tasten wurden so angelegt, dass sie einfach nicht verkanten beim Drücken. Ja. Also natürlich gut für die Maschinen, aber grundsätzlich schlecht zum Tippen. Zu den ergonomischen Layouts. 1932 hat ein gewisser Herr Dvorak das Dvorak-Layout entwickelt. Das war optimiert für die englische Sprache. Es gibt auch eine deutsche Variante, wo die Umlaute noch eingefügt wurden. Ja. Ist schon ganz ein netter Ansatz, in der englischsprachigen Community auch sehr verbreitet für Leute, die ergonomische Layouts bevorzugen. Ja, ganz kurz zur History von Neo. 2003 wurde das Layout DE Ergo entwickelt von einem Deutschen, weiß ich jetzt den Namen nicht. 2004 und bis 2010 wurde dann auf Mailinglisten, in IRC-Channels das Layout diskutiert, immer wieder verändert und 2010 ist eben das Neo 2 festgelegt worden. Ganz kurz zu den Eigenschaften. Wichtig ist eben die häufige Verwendung der Grundlinie. Also die Grundlinie, die eben auf QWERTZ, ASDEF und so weiter ist, da versucht man viele Buchstaben eben genau auf die Line zu legen. Bei Neo sind das circa 70%. Wir werden es nachher kurz in den Vergleichen sehen, wie viele Buchstaben man bei einem durchschnittlichen Text auf der Grundlinie tippt. Eine andere Eigenschaft ist das Buchstabenpaare, die häufig aufeinanderfolgen, wie CH, CK im Deutschen, immer auf verschiedenen Händen gelegt werden, also auch EN, diverse Bigramme. Was man auch versucht, ist den Zeige- und Mittelfinger stärker zu belasten, dann auch gleich verteilen auf linke und rechte Hand, bei QWERTY-QWERTZ ist ganz stark auf die linke Hand, sinnloserweise. Ja, dann noch optimiert für Deutsch, Englisch, Programmiersprachen sieht man dann nachher in den höheren Layer, Shell-Skripte. Sonderzeichen für Programmierung sind super erreichbar, Klammern liegen auch auf der Home-Row, mathematische Symbole und auch Ziffernblock und Steuerkreuz liegen auch alle am Layout und man muss nicht die Hand bewegen zu den Steuerkreuzen. Ja, kurz die Ebenen. Ebene 1, Kleinbuchstaben und Zahlen, ganz normal, wie man hier sieht. Die Home-Row UIAE, OSNRTD, das sind quasi die Buchstaben im Deutschen und Englischen, wo man 70% abdeckt.
Auf der Ebene 2 haben wir das Ganze mit Großbuchstaben. Dann bei der Ebene 3 kommt es dazu, man hat quasi einfach das Caps Lock entfernt und hat einen zusätzlichen Modifier Key reingegeben. Man hat dann quasi alle wichtigen Sachen zum Programmieren, zum Skripten direkt auf der, direkt am Layout und auch die Klammern und alles Mögliche ziemlich super und schnell erreichbar. Ebene 4 ist auch interessant. Bei der Ebene 4 hat man eben ein Steuerkreuz und einen Nummernblock, was es sehr komfortabel macht, das zu bedienen. Ebene 5 und 6 sind teilweise für Leute interessant. Griechische Kleinbuchstaben und wissenschaftliche Zeichen und griechische Symbole. Ich persönlich verwende es nicht so oft, aber es ist ganz schön praktisch, ja, wenn man das öfters braucht. So, dann noch ein kurzer Vergleich. Also das, was man quasi hier grün sieht, ist das, was man auf der Homeroad tippt, also mit Quert, in dem Fall ist ein deutscher Text. Im Vergleich, der gleiche Text sieht auf Neo circa so aus. Also alles, was da grün ist, tippt man auf der Homeroad. Hier noch ein englischer Text, ganz ähnlich, auch ziemlich viele Zeichen auf der Homeroad. Genauso wie hier. Dann noch zum Handwechsel. Handwechsel ist auch ziemlich gut optimiert. Im Vergleich sieht man auch, bei Neo hat man ständig die Handwechsel. Ja, dann noch kurz zur Kompatibilität. Also unter Linux lässt sich's extrem gut verwenden. Es ist im X-Server-Paket, also es ist, kommt mit jeder grafischen Linux-Environment. Windows gibt's Treiber, es gibt auch für FreeBSD, OpenBSD und es hat sogar in die Version 1.0 hat sogar auf den Commodore 64 geschafft. Aber das ist eher eine Spielerei. Ja, zur Zukunft, also es gibt einige Forks und es wird auch sehr intensiv im IRC-Channel diskutiert. Was kann man noch optimieren? Wie kann man das noch besser machen? Gibt aber sehr geteilte Meinungen, dass man wirklich ein neues Neo anstrebt und ja, ist gerade aktuell nicht absehbar, dass da wirklich ein neues Neo 3 kommt. Ja. Aber jeder, der irgendwie da mitdiskutieren will und mitprobieren will, am Freenode Neo Channel gibt es da jede Menge Leute, die da offen sind zu diskutieren. Ja, das war's von mir. Rup. Noch ganz kurz, das sind, wo es auch hingehen kann, sind ergonomische Tastaturen. Die Anordnung nicht gerade matrixförmig ist auf der Tastatur, ist eigentlich auch aus dem Grund von den Schreibmaschinen übernommen worden, macht auch nicht wirklich Sinn und da gibt es auch Ansätze. Das wäre zum Beispiel ein gesplittetes und ja, das war's und viel Spaß bei den weiteren Talks. Thanks. Oh, wow. Hey, everybody. It's an honor to be here and to present a nice project I started a few weeks ago, and it had some impact on security in the Netherlands. And I want to take this to the whole world. So it's called Failkaart or Failmap. I don't know, Failkaarten, maybe. And it's basically a map of the Netherlands where you can see security. Does this work? Cyber. What? On? Is it on? Yes. What do I do?
Okay. It's too much machine for us. This, okay, thanks. Down. Okay, thanks. So my big question was, is information security taken seriously in the Netherlands? And if you believe the media, of course, it's not. If you, there's been tons of awareness sessions, tons of regulations and things that you should do. We all know these things. But how far are we? Did this actually have any influence? So I decided to answer those questions with some numbers. So on the left, there's a map of the Netherlands. And my scope was local governments, so municipalities. My task was create a map, find all subdomains of municipalities that have could have some sensitive information, then do some TLS SSL checking and color the map. And that's and announce it exactly at the right moment. So I created a nice map with nice colors, and I dropped it in a room filled with 200 CISOs of municipalities. So they were all very happy and panicking in 30 minutes because they were red. So that was instant success. On March the 19th, 2 days after I dropped the bomb, the map looked like this. 1 week later, today, it looks like this. So things are going pretty smooth. I think this works. This approach actually helps. In 1 week, about 150 TLS SSL connections, or at least TLS connections, have been improved. And that's a big win. And we need to do that worldwide. So why does this work? And why does the other bashing by the media and all the slow regulations and stuff does not really work? Well, basically, everybody can understand this map. If you can read a traffic sign, most people can. Now you understand the map. It has a biased name. It's called fail map. If you're red on the map, you fail. That's nice. So it's not called security map because nobody gives a fuck about security. Everybody wants to not fail. Everybody wants to be the best. So if you're green, you have to work hard for it, but then you can say proudly, I have my stuff in order. It's continuous, so it updates all the time, and it's not voluntarily. So I'm just a guy, and I made this with the help of some friends, and nobody asked me. There's no board or something, it's just something that we made up. And now the rest of the world. So that's a little bit hard. It's a lot of work. So I need help. We need help. We need to fix things, and we can fix things with this way of working. So migrating to OpenStreetMaps, so to have a map of the world, add more checks, more regions, more domains, request some funds so some people can get paid doing hard stuff. Communicate with responsible such as certs and etc. This is a nice query. Well, that's the hardest part. The rest is so simple. For example, there are some maps that also do coloring in OpenStreetMaps, and there are so many things to check, like IPv6 and doing some port scans that are legal in the Netherlands, but maybe not everywhere. Check for HTTP headers, secure cookies, all the things that can be checked really easily and gives a great first impression on how great security is with that organization. So, conclusion is this approach works. It improves everybody's lives, and we need help. So, that's it. Are there... Are there any questions? What was like the response of the 200 people who called the prophetic club? Did someone approach Daniel and thank you for the information? Or the approach that I got in my email, and at the conference, they were like, hey, this is great.
we have now a tool that forces us that we do the thing right. And the people that were already green were like jumping. And the people that were red were happy that they had a new source of information where they could see if they're doing right. So the response has been positive by everybody. The question, yeah. And I think this is a totally wrong approach because it's a default. And if you have a normal web page that's unprotected and there's somewhere a link, it's just about a secure service, whatever. Yeah. It doesn't make any sense because you can do as a stripping as well. Okay, the question is. The remark is that the criteria are wrong because if the site does not have HTTPS at this moment, it's not marked red. And that contrasts to security by default. And one of the problems noted is that if information might be changed because the connection is not secure, right? So yes, that's an important notion. But the thing is, it's mostly what's drawn on the map is based on. I agree. Everything should be secured by default. Everything should have HTTPS, and it would instantly color the whole map red. So that's nice. But I don't know how to handle or how to categorize that. There's a discussion for example, an A plus or, yeah. We have to think about these things and how to do this and what is mandated in different countries and what's the good way, the right way to go. And I think it should be by default everywhere, but well. There's a technical problem. I don't know if www actually exists and it, or some other subdomain actually exists. And the scanning method used now doesn't give me the correct answer there. So I might have an unexisting subdomain and color it red because it doesn't have HTTPS, and that will give a lot of confusion. So I want to prevent that. Any other questions? Okay. Oh, one. It's a microphone. Okay. Despite your criteria to be rather low in not enforcing HTTPS everywhere, I think it was good for the impact you had because the map was partially green. So I have the room full of the responsible people, and some of them were green and happy, and the others were red, and oh, I want to be like you. I think you wouldn't have had that kind of impact if the whole map would have been red and no one would have had an idea how to become green. But there were green guys, the red guys can talk to the green guys, how do you do it? And that has made it much easier for that impact you had, I think. Exactly. And I think this should be ramped up a little bit. And it's also hard to decide what is a bigger problem. For example, if the site is not reachable over IPv6, is that just as big of a problem as broken crypto? Well, some those things have to be decided, and those things eventually make a grade or a color. I don't have all the answers myself. And somebody wants pink, so April 1st. All right, thank you very much. Next speaker is Hetty. Wir bräuchten VGA.
Ja, hallo, willkommen. Also ich bin aus MetaLab aus Wien, wie man unschwer erkennen kann an dem T-Shirt. Ich wollte dich hier einladen zu unserer Feier. Also wir haben zu feiern, es gibt Grund zu feiern, wir werden 10 Jahre alt dieses Jahr oder sind schon geworden. 10 Jahre MetaLab heißt, wir haben in 10 Jahren viel Spaß gehabt, wir haben Wissens ausgetauscht, Projekte gehabt, wir haben coole Hacks gemacht, Freundschaften wurden geschlossen. Insert a positive word here. Also wir haben viele tolle Sachen gemacht. Da wollen wir auch natürlich feiern. Deswegen. Aber eins haben wir noch gehabt natürlich, die ihr hoffentlich auch bei Hackspace habt. Und zwar Drama Time. Das gehört auch dazu zum Hackspace, finde ich. Auf irgendeine Art und Weise. Da haben wir auch ein cooles Projekt gehabt, wo wir eine Popcornmaschine gebaut haben, die unsere Mailinglisten überwacht. Und wenn im Betreff Drama stand, hat die dann Musik gemacht. Man konnte sich Popcorn rausdrücken. Aber dank Overflow, der heute einen Lightning Talk macht, der hat das gemacht, das Projekt. Ja, wann findet die statt? Also es wird eine kleine Feier geben am Dienstag, nächste Woche, nach der Easter Hack, am Abend um 20 Uhr nach dem C3W-Treffen, wo wir im Endeffekt Torte essen werden, gemeinsam zusammensitzen werden und einfach plaudern, austauschen. Also wenn ihr Zeit habt, dann kommt bitte nach Wien und feiert mit uns mit. Da ist ein Fehler im Datum, das ist Dienstag, der 29.3. Das ist ein Typo. 29.3. Dienstag. Ja, es wird aber eine große Feier im Sommer geben. Das heißt, wer am Dienstag keine Zeit hat, der kann gern im Sommer nach Wien kommen. Wir planen da eine große Feier zu machen, über mehrere Tage mit Programm. Da wird es auch Infos geben, die werden wir euch dann auch schicken. Sie hat auch herzlich eingeladen, auch da zu kommen und auch irgendwie auch was beizutragen. Da kommen noch Infos und wird eventuell eine Woche dauern, wir werden sehen. Also, wie ist doch alles in Planung. Dann noch Kontaktdaten. Also, der MetaLab Twitter-Handle ist MetaLabV. Mein Account ist ThePeko. Also, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne anschreiben. Und ansonsten, kommt und bringt eure Freunde mit. Danke sehr. Dankeschön. Als nächstes haben wir einen Overflow. Hallo. Hi, ich bin der Flo, guten Tag. Ich komme aus dem MetaLab und ich mag lustige Hüte. Und ich habe ein Projekt gestartet und zwar war ich im Sommer auf diesem Camp. Ich habe keine Slides. Also man kann das Flackern eigentlich auch wegmachen. Ich brauche da jetzt kein Flackern. Ich weiß nicht, wie das geht. Anyway, ich war im Sommer im Camp und es war super cool. Und da gab es auch diesen einen Typen, der dieses EF-Dings da macht in England, dieses andere Camp. Und der hat ein Spiel mit, das heißt Oust. Und Oust ist so ein Raspberry Pi mit Bluetooth-Modulen und da kann man dann PlayStation 4-Controller hin verbinden und muss die möglichst ruhig halten und die anderen dazu bringen, dass sie ihres möglichst schnell bewegen, ruckartig. Und dann leuchten die halt rot und fliegen raus und der letzte steht, hat gewonnen quasi. So. Das Spiel ist ziemlich geil, aber über Bluetooth und maximal 7 Clients und dann gibt es schon Frequenzinterferenzen und es ist schon schwierig, mit mehr als 7 zu verbinden. Und ein Controller kostet 40 Euro. So, wenn du damit deinen 7 Freunden spielen willst, kostet das irgendwie 280 Euro. Jetzt habe ich hier was gebastelt und zwar, nein, es ist kein Dildo. Alle sagen, oh, ein Dildo, nein, ist es nicht. Das sind PET-Rohlinge, aus denen werden so 5 bis 7 Liter Kanister gemacht, die kosten nichts. Also es gibt eine Fabrik in Österreich, die macht die halt ich glaube 20 oder 30 Cent das Stück, ohne Deckel. Sind aber extrem stabil, also mit dem kann man jemanden verprügeln, das ist echt massiv. Und ich habe da reingepackt so ein bisschen Elektronik. Ich zeig mal kurz her, was ich da gemacht habe. Also da ist ein Moteino drinnen, das ist so ein Arduino-kompatibler Mikrocontroller. Ich mach den mal an.
Genau. Der hat da so ein kleines Funkmodul drauf, das heißt RFM 69 und einen Knopf. Ich drücke den mal. So. Genau, jetzt blinkt das blau und jetzt wird das Ding zum Master. Also er scannt jetzt und schaut, ob da irgendwo ein Master rumschwirrt und wenn das nicht so ist, dann wird er zum Master und tut dann so blau leuchten. So, und jetzt kann ich die anderen Dinger alle einschalten, die halt mitspielen wollen. Das können bis zu 255 Clients sein. Also das ist ziemlich groß, wenn es fertig ist. Und du kannst dann hier, ich mach den mal an, Moment. Aha. So, das Ding hat sich jetzt gerade eine ID geholt und das ist die ID 1. Das funktioniert so, das ist diese RFM-Module sind Digitalfunkmodule, du hast da eine Packet-Engine dafür, du kannst da irgendwie sagen, schick mir, also du bist jetzt mal Z-Address, du bist jetzt die 1, schick mir mal an die Adresse 2 diese Daten und das macht das dann. Und du kannst auch sagen, mach das mit Acknowledgement, dass du halt zurückkriegst, ob die auch angekommen sind. Das ist alles schön wegabstrahiert, man muss sich da jetzt nicht selbst drum kümmern. Und das Schöne an dem Design ist, also ich zeig mal das Spiel ja dann gleich, was es kann. Jetzt kann der Master hier sagen, das Spiel geht los. Warte mal, so. Ja. Und jetzt geht das Spiel los. Ich muss jetzt meinen Paddling möglichst ruhig halten und mich möglichst gerade bewegen. Und jetzt kommt irgendwie ein böser Typ und hau mir auf die Hand. Ja? So, ich bin gerade rausgeflogen. Das Spiel ist super lustig. Ja? Es macht echt Spaß. So ab 5, 6 Leuten macht das richtig Spaß. Und ich glaube, mit so 100 Leuten wäre das geil. Das wäre richtig super. Das Schöne an meiner Hardware ist, ich brauche dafür Komponenten im Wert von ca. 10 Euro. Also es gibt da so fertige Accelerometer Breakout Boards in China, die kosten 80 Cent. Wenn ich den Chip separat einzeln, also ab bei 100 Stück oder so kaufe in Europa, zahle ich für den Chip 90 Cent. Und ich kriege in China halt fertige Module mit kompletter Beschaltung um 80 Cent. In meinem fertigen Aufbau, den ich da habe, habe ich so einen Arduino Pro Mini Klon genommen, der kostet irgendwie auch 2 Dollar oder 3 Dollar. Das heißt, die ganze Hardware, so wie sie da ist, mit allem drum und dran, kann man irgendwie um 10 Euro machen, alles zusammen. Und wenn man dann für 100 Leute ein Spiel baut, kostet das halt irgendwie 1000 Euro. Das ist voll okay. Also der Preis schreckt mich nicht. Genau, das ist die Idee. Die Software ist jetzt soweit fertig. Ich habe halt dieses Arduino-Zeug jetzt mal so fast fertig, so 90%. Die finden sich untereinander, geben IDs her, das Accelerometer geht. Da kommen auch noch so wie kleine Vibrationsmotoren rein. Dann kann es auch ein bisschen vibrieren, wenn man verliert. Ja, und das fertige Ding, also ich mache jetzt gerade so PCBs, wo man halt diese ganzen Komponenten einfach fertig einlötet und die sind dann vorprogrammiert und dann kann man sich halt sowas basteln. Ich würde dann gerne irgendwann vielleicht zum Kongress, wenn ich heuer hinfahre, so einen Workshop machen, vielleicht geht sich das aus, vielleicht auch nicht. Und ja, und halt diese Dinger größer machen. Und genau, worauf ich hinaus wollte. Ich würde das gerne so machen. Momentan ist halt da der Server, der Master, und der verwaltet diese ganzen Clients. So ein 8-Bit-AVR hat jetzt nicht unbedingt die große Rechenpower, um da jetzt irgendwie 200 Clients in Echtzeit zu verwalten und zu schauen, ist der jetzt noch da und kann der und den pingern. So, ich habe jetzt für den Raspberry Pi so ein kleines Breakout-Board gemacht, wo dieses RFM-Modul drauf ist und auch schon eine Library geschrieben dafür. Und du kannst die RFM-69-Module vom Raspberry Pi aus ansprechen, das geht. Und würde gerne da eine Software schreiben, die halt dieses Spiel implementiert. Und ich dachte, es wäre, und da, das ist das, wo ich gerne mit euch drüber reden würde, ob das vernünftig ist. Ich dachte, ich würde gerne das Ding in Node.js bauen und die Spiele in JavaScript, weil jeder kann JavaScript. Das kann ich halt einfach irgendjemandem geben und der macht das dann. Und dieses JavaScript-Ding wird halt lokal auf dem Raspberry Pi laufen, da ist das Spiel drinnen. Oben ist ein Game-Object instanziert, das sieht der User gar nicht und in seinem Spiel hat er einfach schon dieses Game-Ding und kann halt sagen, Game, zeig mir die Clients, schick dem Client die Daten, sowas, ja, dass das wirklich schön gekapselt ist. Und die Daten, die dann reinkommen über Funk, die kommen dann über so Services. Also ich habe dann so einen Service in Python geschrieben, das spricht mir halt das RFM auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es die Daten halt weiter an dieses Node-Ding über, weiß nicht, keine Ahnung, TCP oder irgendein Socket. Genau, das Node-Ding hat halt auch eine Webseite vorne, wo du dann halt sagen kannst, welche Clients sind online, ping den mal grün, mach den blau, sowas in die Richtung. Ja, das ist mein Projekt, das möchte ich machen. Ich habe mir dafür circa 2 Wochen Zeit gegeben, falls irgendjemand da Lust hat mitzuarbeiten dran und Not kann oder eine andere Idee hat, das gut zu machen. Aber bitte nichts Obskures. Ich mag das nicht irgendwie in C-Sharp gemacht haben und dann kann das keiner mehr angreifen, sondern irgendwas, was JavaScript ist gut. Also wenn jemand Not machen möchte, ich freue mich selber mit Hilfe. Genau, das war mal das eine. Und das andere ist, ich habe dieses Ding da gebastelt, das sieht man jetzt bei dem Licht nicht so gut. Das ist eine Uranglasmurmel. Hier. Die Leute haben bis in den 60er Jahren Uran und Glas verschmolzen und Murmeln draus gemacht und dann irgendwann damit aufgehört.
Es gibt noch so Restbestände, ich habe so eine kleine Kiste voll von diesem Zeug gekriegt und habe da jetzt Schmuck draus gemacht. Also es sind 6 UV-LEDs und ein Mikrocontroller, der leuchtet dann das Uran rein und dann wird das grün. Also das Grün ist wirklich das Uran, was da so fluoresziert. Wenn ihr sowas basteln wollt, ich sitze im Hackcenter, ich habe einen 3D-Drucker mit für die Enclosures und PCBs und Murmeln. Ich gebe dir zum Unkostenbeitrag her, von was es halt gekostet hat. Mal schauen. Also das könnt ihr basteln, wenn ihr wollt. Ich bin im Hackcenter und ich freue mich über Mithilfe. Das war's schon. Fragen? Welche Fragen? Moment. Wo war die Frage? Ah, da drin. Warum machst du das nicht einfach mit dem Handy? Ja, genau. Super Frage, warum mache ich das mit dem Handy, das Spiel? Ich möchte es auch mit dem Handy machen und ich möchte es halt so machen, dass du halt dieses Note-Ding hast und das kriegt seine Notifications von den Services und das kann halt sein ein Funkmodul, das kann aber auch sein irgendein Ding, was Internet, also WLAN auf der einen Seite hört und IP spricht und mit deinem Handy kommuniziert oder mit deinem ESP-Modul oder mit was, oder mit dem Magic Shifter, der hat das auch schon eingebaut. Der neue Magic Shifter kann WLAN. Drum Services und drum wegabstrahieren und wegmachen, wo die Daten herkommen. Ja. Sonst noch eine Frage zu blinkenden Dingen oder Uran? Nein. Na gut, ja, danke. Ja, danke Flo. Als nächstes haben wir den Echelon. Ist der schon hier? Moin. Folien habe ich nicht, ich bin etwas unvorbereitet und die Folien von Chemnitz, die sind ein bisschen viel für 10 Minuten. Ja, bis wir soweit sind. Zur Not mache ich das so, das geht auch alles. Ja, man sieht Mapillary, es ist eine Firma aus Schweden, sitzt in gegenüber von Kopenhagen in der kleinen Stadt Malmö. Die Firma hat sich gedacht, wir machen mal sowas wie Google Street View, aber möglichst so offen wie es geht. Gut. Ich arbeite da nicht, ich bin da auch nicht bezahlt, aber ich mache gerne Sport und ich habe mir gedacht, denen kann man helfen. Es gibt so kleine Devices, die habt ihr meistens auch, nennt ihr so Mobile Phone, Streichelhandys oder so. Für die gibt es dann Applications, die man dann von Mapillary holen kann. Die machen dann automatisch GPS-getaggte Bilder mit der Kamera, wenn man dann durch die Stadt läuft und so Fotos macht, sieht man echt bescheiden aus, aber es funktioniert. Die Fotos werden dann automatisch hochgeladen zu Mapillary, georeferenziert auf der Webseite und sind dann unter CC BY 4.0 frei verfügbar. Das ist was Gutes daran. Mapillary selber ist die Firma, die nimmt die Fotos, macht dann 3D-Punktwolken raus, erkennt die Verkehrszeichen und andere Sachen. In Amerika versuchen sie dann ein wenig Parksituationen zu erkennen und das dann als Daten zu verkaufen. Kann man gut sein, kann man schlecht finden, aber für mich ist gut, die Fotos sind da, man kann sie nutzen und man kann sie unter 4.0 da, Common License, hervorragend. Für mich ist es auch gut, mit so einem Handy durch die Gegend laufen, sieht erstmal blöde aus, aber es ist Sport, man bewegt sich draußen, man kriegt Sonne. Ich bin zum Beispiel heute auch 2 Stunden durch Salzburg gelaufen, über 4.000 Bilder gemacht, habe ich wieder hochgeladen, funktioniert ganz gut. Oben am Stand, oder am Stand gar nicht, bei mir oben habe ich die Panono-Kamera. Die Bilder kann man auch nehmen und hochladen. Man kann eigene Bilder hochladen. Man kann Videos hochladen, sobald die mit irgendwie GPS getaggt sind. Läuft alles ganz gut. Unter mapillary.com kann jeder nachgucken, wie es ist. Und ich habe dann noch ein paar T-Shirts frei. Also 4 oder 5 Stück habe ich noch in Größe L, M und XL. Wer will, kann dann's bekommen. Und ich rufe dazu auf, nehmt euer Handy, nehmt euch einen Account, macht Fotos von dem, was ihr sehen wollt. Gegenüber Google Street View könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich habe zum Beispiel Waldwege bei mir in der Ecke genommen, war ein Test, will niemand sehen, aber sie sind im Mapillary, jeder kann sie anschauen. Das ist so das Gute daran. Gut, ich rede sehr schnell, fragende Gesichter, alle gelangweilt, Fragen. Und das war jetzt keine Werbung, hoffe ich mal. Und wenn wer morgen noch irgendwie durch die Stadt laufen will und Fragen dazu hat, kann er gerne zu mir kommen. Salzburg kann es gebrauchen. Ansonsten kann auch jeder mit Mapillary nachschauen, wie es in Graz ausschaut. Die halbe Stadt habe ich schon. Sport. Okay, Dankeschön.
So, der letzte auf der Liste. 9R mit Ultimate Frisbee. Er schiebt mir den schlauerweise das Settingsfenster auch rüber auf den zweiten Bildschirm, sobald ich ihn anstecke. Wenn du deinen Rechner noch da hast. Ja, mein Rechner. Ah. Thank you.
Der ist momentan secondary, aber ich habe ihn jetzt als primary gesetzt. Das ist aber mehr. Achso, warte mal. Sekunde. Warte mal den hier. Achso, der kommt sogar rein. Ja, na also, hast du ein Mini-Display-Board auf? Ja. Vielleicht versuchen wir das über den. Ja. Weil das heißt, ich habe kein Signal, das da gerade ausgegeben hat. Okay. Okay, los geht's. Hier ist der Mikro. Wir starten wieder von null. Euch heute über Ultimate bzw. Ultimate Frisbee erzählen. Wir sind jetzt gerade schon sportlastig, also man spielt das mit dieser Scheibe. Ist eine Teamsportart mit Flugscheibe, wie gesagt. Jetzt denkt ihr euch Sport bei einer Hackerveranstaltung, oh Gott. Und Flugscheibe, was ist das? Ultimate hat eine Besonderheit, die ich für diesen Kreis der Leute ganz interessant finde. Kurz mal ein Überblick. Spirit of the Game ist so eben diese Besonderheit bei Ultimate, die ich euch vorstellen möchte. Dann werde ich euch ein bisschen die Basics von dem Spiel erklären, wie das ganze Spiel funktioniert und wo ihr spielen könnt und wie ihr irgendwie einen Kontakt zur Ultimate Community finden könnt. Genau, Spirit of the Game, das ist die erste Regel des Spiels. Das Spiel wird nämlich ohne Schiedsrichter gespielt, auch bis in die Weltmeisterschaft drauf. Und die beteiligten Spieler müssen sämtliche Dispute untereinander ausmachen. Und dafür gibt es eben Regeln. Die erste Regel ist, Ultimate is a non-contact self-refereed sport. All players are responsible for administering and adhering to the rules. Ultimate relies upon a spirit of the game that places responsibility for fair play on every player. Also es ist irgendwie so eine Sache, die ich glaube, in der Hacker-Community oder beim CCC auch so drin ist irgendwie, dass man das versteht, dass man nicht oder dass man sich auf Regeln einigt und dann das Spiel in den Regeln, auf die man sich geeinigt hat, gewinnen möchte und nicht, indem man irgendwie mit einer Blutgrätsche oder einem taktischen Foul, also einfach nur, dass es diese Begriffe bei anderen Sportarten gibt, finde ich irgendwie ziemlich pervers für eine Freizeitbeschäftigung. Genau. Wie wird das gespielt? Man spielt mit einer 175 Gramm schweren Frisbee-Scheibe. Man spielt 7 gegen 7, draußen normalerweise mixed, also ist auch eine Besonderheit, das wird mit Jungs und Mädels gemischt gespielt. Es gibt auch Softmix, bedeutet dann, dass weniger Jungs oder Mädels auf dem Feld sein müssen und das Verhältnis nicht gleich ist. Und dann gibt es auch noch eine Open-Klasse, da spielen hauptsächlich Jungs, weil nur wenige Mädels einfach körperlich da mithalten können. Drin spielt man 5 gegen 5 und auf Sand spielt man auch 5 gegen 5. Das Feld, also das normale Rasenfeld, ist ungefähr so lang wie ein Fußballfeld, aber halb so breit. Sieht so aus und es gibt zwei Endzonen, in denen man die Scheibe am Ende fangen möchte. Also vergleichbar wie Rugby oder American Football. Genau, man macht Punkte, indem man in der gegenüberliegenden Endzone die Scheibe fängt. Wie kriegt man die Scheibe dahin? Das Spiel beginnt so, dass die jeweils beiden Teams in ihrer Endzone sind und das Team mit der Scheibe wirft einen Pull dem anderen Team entgegen. Das nimmt die Scheibe auf und versucht dann, die Scheibe eben in die gegenüberliegende Endzone zu transportieren, darf aber nicht laufen mit der Scheibe, sondern wer die Scheibe in der Hand hat, kann sich nicht mehr bewegen und muss die Scheibe mit einem Pass an einen Mitspieler loswerden, damit das nicht so leicht ist. Kann er vom gegnerischen Team angezählt werden, hat 10 Sekunden Zeit, sobald ein Verteidiger an ihm dran ist, um die Scheibe weiterzuspielen.
Und falls er es nicht schafft, die Scheibe weiterzuspielen oder die Scheibe irgendwie auf den Boden fällt oder bei einem Fangversuch auf den Boden fällt oder von einem Gegenspieler abgefangen wird, gibt es einen Turnover und die Rollen der Teams wechseln. Also es wird in die Gegenrichtung vom anderen Team gespielt. Genau. Jetzt der interessante Teil mit dem Spirit of the Game, beziehungsweise wie löst man Dispute, wenn kein Schiedsrichter auf dem Feld ist, sondern irgendwie alle zuständig sind. Es gibt Calls und Sachen, die auf dem Feld passieren können, teilen sich in zwei Kategorien. Die erste ist Infractions. Das sind irgendwie Kleinigkeiten, wegen denen das Spiel nicht anhalten muss. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich habe die Scheibe, werde gerade angezählt und der mich anzählt, zählt zu schnell. Also der normale Takt zum Zählen ist so Pi mal Daumen eine Sekunde. Also man zählt 1, 2, 3, wenn sich jetzt jemand hinstellt und 1, 2, 3, 4, 5 bei mir anfängt, dann habe ich nicht genug Zeit, um irgendwie die Scheibe loszuspielen. Dann würde ich callen, Fast Count, und dafür muss das Spiel nicht anhalten, sondern ich weise ihn darauf hin, er spielt gerade nicht mehr nach den Regeln und er müsste dann darauf reagieren, indem er seine Zählgeschwindigkeit anpasst und seine Zählhöhe um 2 reduziert, um sozusagen dieses zu schnell Zählen zu kompensieren. Das Spiel läuft einfach weiter. Da gibt's noch viele andere Situationen, in denen solche Infractions zum Tragen kommen, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte, aber einfach nur mal, das war jetzt so die Richtung, in die das geht. Dann gibt's Fouls, das ist also, wenn Leute irgendwie richtig zusammenrauschen oder es ein größeres Problem gibt, da hält das Spiel an, also alle Spieler bleiben da stehen, wo sie gerade sind, und die beteiligten Spieler bei einem Foul müssen das dann untereinander klären, und dafür gibt's auch klare Regeln. Ein Beispiel wäre: Ich versuche zu fangen und jemand haut mir auf die Hand. Das Spiel ist Non-Contact, also sprich, wenn mir jemand auf die Hand haut, ist das ein Foul gewesen, während ich versucht habe zu fangen. Dann sage ich: Foul, du hast mir auf die Hand gehauen. Dann kann der entweder sagen: Akzeptiert, sorry, ich habe dir auf die Hand gehauen, dann bekomme ich die Scheibe und es geht einfach weiter. Oder er sagt: Nee, ich habe dir gar nicht auf die Hand gehauen, das hast du dir eingebildet. Oder ich habe dich berührt, nachdem du die Scheibe schon hattest, und du hast die Scheibe verloren, weil du sie einfach nicht gescheit gefangen hast. Wenn man sich nicht einigen kann und er so einen Contest, beziehungsweise man einigt sich dann auf einen Contest, also er ist nicht der Meinung, dass das jetzt ein Foul war, geht die Scheibe einfach dahin zurück, wo sie hergekommen ist. Und man stellt die Situation her, die vor dieser Spielunterbrechung stattgefunden hat, und spielt dann die Situation einfach nochmal, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, bevor diese Unterbrechung stattgefunden hat. Also es gibt nicht das Konzept, dass es irgendwelche Sanktionen für Fehlverhalten gibt, wie das in anderen Sportarten ist, sondern man hat sich ja darauf geeinigt, man spielt nach gewissen Regeln und versucht halt da irgendwie coolen Spiel durchzuspielen. Genau, wo wird gespielt? Auf Rasen eben üblicherweise. Draußen im Winter in unseren Breitengraden in der Halle, also in Dreifachhallen, das ist dann nur noch 5 gegen 5, und meine Lieblingsvariante auf Sand am Strand irgendwo oder eben in groß genügend Sandkästen, das ist dann auch noch 5 gegen 5, und da kann man sich halt schön hinter der Scheibe herschmeißen, ohne sich zu verletzen. Wenn ihr jetzt Bock habt, das auch mal auszuprobieren, es gibt eigentlich in allen Städten in Deutschland oder Österreich Teams, also hier in Salzburg, in Linz gibt es super nette Teams, in Graz gibt es ein super nettes Team, Innsbruck, in München, Süddeutschland, eigentlich in allen großen Städten oder insgesamt in Deutschland, in Großstädten gibt es auch mehrere Teams, also Wien, München hat irgendwie 5, 10 Teams jeweils. Teams findet ihr auf Ultimate Central, da kommt der Link nachher auch nochmal. Das ist so eine weltweite Ultimate-Webseite, wo man Teams und Turniere und sonst irgendwas findet. Die Seite ist scheiße, aber ist das Einzige, was wir momentan haben, also seid gnädig damit. Eine andere Möglichkeit, irgendwie Frisbee zu spielen oder Ultimate zu spielen, sind Head-Turniere. Das ist auch eine Besonderheit, da reist ihr nicht als Team an, sondern als Einzelspieler, und die Teams werden auf dem Turnier ausgewürfelt. Also man meldet sich an mit einer Selbstbewertung, wie gut man ungefähr ist, und dann werden gleich starke Teams gebildet, die halt nur auf diesem Turnier miteinander spielen. Man lernt halt neue Leute kennen und auch neue Spielstrategien, weil man halt mal mit ganz anderen Leuten spielt. Die Turniere sind dann auch meistens international, ist also sehr witzig und mit Party und allem verbunden. Genau, und eigentlich überall, wo eine Uni ist und es einen Unisport gibt, gibt es meistens auch Ultimate Teams. Also wenn ihr irgendwie ein Team finden wollt, dann Unisport ist meistens eine gute Anlaufstelle. Hier sind noch ein paar Links. Wenn ihr Fragen habt, dann
stellt die jetzt, beziehungsweise kommt irgendwie auf mich zu. Ich habe auch eine Scheibe dabei, wenn ihr Bock habt, mal draußen irgendwie ein bisschen zu werfen, dann sagt mir einfach Bescheid, bin ich meistens dabei. Genau. Dankeschön. Dankeschön. Gibt's Fragen? Diese Wurfpost-Mailing-Liste, wo ist denn die? Ach so, ja genau. Also die findest du, wenn du Wurfpost und Ultimate in Google eingibst, dann findest du die ist bei der Uni Koblenz hostet die. Genau. Also die URL war mir jetzt zu lang, da reinzuschreiben, aber Wurfpost und Ultimate oder Wurfpost und Frisbee ist der erste Treffer. Genau. Sonst noch Fragen? Gut, dankeschön. Dankeschön. Ja, also das war's jetzt vorerst mal mit den Lightning Talks, die angemeldet waren. Falls jetzt noch jemand einen Talk halten will oder einfach nur kurz was sagen will, jetzt gibt's noch die Möglichkeit dafür. Ansonsten war's das mit den Lightning Talks. Gibt's noch was? Okay, dann herzlichen Dank und man sieht sich später.